Ja, ein traumhaftes Wetter. Aber gut, jetzt haben wir auch mal Pech auf unserer Albanien-Reise. Es hat heute Nacht gehagelt und getan. Aber jetzt wollte ich schöne Regenaufnahmen machen, aber jetzt kommt die Sonne schon wieder raus. Aber es gibt einen schönen Regenbogen dafür. Irgendwo. Du musst immer positiv sehen. Ja. Ich bin jetzt heute Morgen schon untergekommen hier. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir finden alle das Wetter nicht berauschend, aber ja, was soll man machen? Das Überbleibsel von dem Starkregen sind jetzt hier die Pfützen. Jetzt kann man wenigstens wieder mal ein bisschen die Türen aufmachen. Guten Morgen, Marisol. Na, tun wir jetzt noch ganz schnell Zähne putzen und so. Ja, aber es macht schon wieder ein bisschen auf. Ja, was steht denn heute auf dem Programm außer Zähne putzen, Marisol? Wir werden Richtung Girocastra fahren. Uns das Städtlein angucken und dann machen wir einen Abstecher noch zum Blue Eye und langfristig gesehen geht es dann noch ganz runter in den Süden nach Samil, Mäuschen, nochmal an den Strand und da gucken wir, Samil ist so unser Endpunkt, das muss sehr touristisch sein, das wollen wir alles mal sehen, muss aber auch mega Strände haben und auch so Wasser wie in der Südsee, das wollen wir natürlich auch mal noch sehen. Und dann werden wir einfach da unten weiter entscheiden. So groß will ich noch gar nicht planen. Klar, irgendwann auch wieder Richtung Norden, Richtung Heimat so einplanen, so langsam auf den Weg machen, aber das ist noch in der Ferne. Zähne putzen! Guten Morgen, mein Faultier. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Girocastra. Und wie ihr hier sehen könnt, gibt es dann doch Abschnitte. Nach 200 Metern rechts abbiegen auf Rugaroricum. Ja, gut. Danke, liebes Navi. Aber wie ihr hier erkennen könnt, gibt es dann auch hier richtig touristische Plätze in Albanien. Wir haben einen Aussichtspunkt gefunden und es dürfte Flora, Flores oder Flore sein. Wie auch immer man das ausspricht. Google hat uns hier hochgelotst durch die engen Straßen und unsere Freunde sind mit uns heute und ich habe schon ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich vorausgefahren bin, aber boah, die haben es meisterhaft gemacht, also das war wirklich eng und wir sind ganz oben gelandet, wir wollten unten am Fluss einfach nur parken, irgendwie ging das überhaupt in die Hose, aber warum auch immer. Die Reifen haben geraucht, alles Mögliche. Also, ja, wie die Marisol so schön sagt. Respekt mit dem Wohnmobil durch diese Altstadt. Wow, wir haben echt mega Spaß mit ihnen. Ich glaube, die sind nass geschützt bis sonst was. Also Wahnsinn. Der Marco ist ein verrückter Vogel, der macht es gnadenlos. Das ist und das Einzige, mit was wir uns verstehen, ist dieses Walkie-Talkie. Wir haben das uns vor der Fahrt in die Hand gedrückt und so reden wir schon immer wieder. Aber so haben die uns dann auch gesagt, dass die mal stecken geblieben sind, also mehrmals. Und dass die Reifen geraucht haben und keine Ahnung. Also liebe Freunde, nochmal ein riesen Praxistipp. Hier in Girocastra fahrt ihr Richtung Burg hoch mit der normalen Straße. Stellt euch hier abseits hin, habt dann einen Blick auf die Burg hoch. Hier, dann könnt ihr zur Burg laufen oder wie wir hier zur Altstadt und völlig gratis parken, entspannt bei dem netten Herrn an seinem Kiosk der Bierle kaufe. Dann passt ihr aufs Auto noch auf. Ah, ist ein Traum. Das sind ja nur so Steine. Girocastra ist natürlich sehr touristisch. Schöne kleine Stadt mit schönen verwinkelten Straßen, wo es Souvenirs und immer was zum Kaufen und Essen gibt. Marisol, weißt du, warum die Teddybären da liegen? Ja, die setzen da nicht. Wie?
Da wird, wenn reserviert ist, dann sind da die Teddybären. Ja, schaut mal, da hinten ist wieder einer. Und damit wird gezeigt, dass reserviert ist. Ja, das ist jetzt unser leckeres Essen, so typisch albanisch, eine schöne Grillplatte, Tzatziki, Kebabfleisch, verschiedene Grillsachen und so lassen wir uns jetzt erstmal so richtig kulinarisch verwöhnen. Ja, jetzt haben wir den MP3-Player für in Albanien gefunden. Ob der schon USB hat, Marisol? Marisol hat sehr viel Spaß beim Bummeln. Sucht doch was, was sie ihre Freundin mitbringen kann. Irgendein kleines Souvenir. Gut. Wir stehen Luftlinie einen Kilometer vom Blue Eye entfernt. Es ist jetzt zu spät, es schließt abends um 20 Uhr. Wir haben ungefähr 6:30, aber ich habe gar keinen Bock auf Stress. Und ja, Marisol hat eine Spielgefährtin, das ist auch ganz wertvoll. Guten Morgen hier aus Albanien am Blue Eye. Ja, heute Morgen wurden wir mit Regen empfangen. Eigentlich wollten wir jetzt gerade so uns aufmachen zum Blue Eye und ja, das Wetter mag einfach im Moment nicht. Es schüttet wie aus Eimer, aber wir wurden hier, heute wurden wir gerettet vom Regen. Guten Morgen in die Runde. Okay. Ja, wir haben uns noch nicht getrennt, wir sind immer noch zusammen auf Tour. Hat sich einfach ergeben, es passt, ist alles gut. Das Zeitfenster ist perfekt und Marisol, was besuchen wir jetzt? Das Blue Eye. Kann. Ja, Blue Eyes, ein Naturereignis mit einer wunderschönen blauen Farbe und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Also wir haben als Eintritt 1 Euro gezahlt, die dafür kostet. Wie Marisol schon richtig gesagt hat, das ist hier ein Naturschutzgebiet und Eintritt ist hier 50 Cent pro Person und das ist noch vollkommen im Rahmen. Wenn sie das Geld hier natürlich sinnvoll einsetzen, haben wir damit null Probleme. Hier die Möglichkeit, die im Restaurant euch zu stärken oder erstmal über die Brücke hier, aber es ist sehr gut ausgeschildert, zum Blue Eye und auch hier ist die Natur schon überwältigend schön. Hier sind wir direkt am Blue Eye und es ist echt einfach schade, hier ist die Hölle los, viel zu viele Leute. Und in meinem Vorbereitungsvideo war da ein ganz einfaches Holzbrett, wo die Leute reingesprungen sind. Die Videos waren aus 2020. Jetzt haben sie eine richtige Plattform hier draus gebastelt. Eine Kleinigkeit essen werden wir jetzt hier. Nicolas.
Heute ist das Wetter sehr, sehr wechselhaft. Malta, nimm die Gabel. Nimm die Gabel, dann schneid dich mehr. Das Restaurant liegt hinter dem Blue Eye. Jetzt gehen wir noch mal vorbei und gucken wir mal. Ja, das ganze Gebiet hier am Blue Eye hat wirklich wunderbare Stellen. Also es ist nicht nur das Blue Eye selber, sondern einfach nur ein bisschen rumlaufen. Ja, Geschirr waschen mal ganz anders. Am Fluss, ja, macht ihr euch keine Sorgen, das, was wir alles dabei haben, ist biologisch abbaubar. So in der Welt angekommen, Stopp, Auszeit auf jeden Fall. Wir schonen natürlich die Umwelt, aber ja, wenn wir so eine Gelegenheit haben, hier am Fluss nochmal alles zu reinigen, dann machen wir das. Ist auch alles mal überfällig. Es war in den letzten Tagen nachts ein bisschen schwierig, weil es oft geregnet hat oder so klamm war. Ja, über mein Meer! Stoppauszeit hat den nächsten Beach erreicht und nach einem ereignisreichen Tag. Heute war die Action an der Hand absehbar, nicht so. Aber unser Raubtier Marisol hat natürlich Hunger und gibt dann noch so Lieblingsköstlichkeiten. Willst du mal erzählen, was du ganz besonders immer gern hast? Auf den Mund fall. Also im Endeffekt ist es relativ simpel. Es sind Oliven und es ist so eine spanische Wurst, die man ganz dünn eigentlich schneidet. Und dafür könnte Marisol einfach sterben. Man lässt sie 2 Minuten außer Blick. Jetzt geht euch waschen auf. Nehmt den Kescher gleich mit. Gute Nacht, ihr Lieben. Wow, hatte ich heute Spaß. Ich habe dabei ganz schön auf die Palme gebracht. Bis morgen, ihr Lieben. Morgen, Lukove Beach, ein Campingplatz mit Tiere. Wir hatten heute Nacht echt Wildpferde, die sind auch heute Morgen da. Da im Hintergrund seht ihr, ich switch mal um, Moment.